Der Lebensretter, erzählt von Wolfgang Heiner. Rolf und Johann waren Klassenkameraden. Johann, ein kleiner schmächtiger Bursche, war flink wie ein Wiesel und schlau. Er hatte immer den Kopf voller Streiche. Es machte ihm Spaß, die Leute zu ärgern. Rolf war aber gerade das Gegenteil. Er war nicht so wendig, sondern groß, dick und langsam. Meist war er der schlechteste Schüler der Klasse. Er hatte besonders unter den Scherzen Johanns zu leiden. Wollte Rolf etwas abschreiben, gab ihm Johann oft falsche Angaben und lachte sich ins Fäustchen, wenn Rolf auffiel. Aber neben den beiden waren noch viele andere Kinder in der Klasse. Jonas, Michael, David, Jakob und wie sie alle hießen. Es war eine fröhliche Dorfgemeinschaft. Fast an jedem Tag gab es etwas Neues von der Schule zu berichten. Dafür sorgten nicht nur die Lehrer, sondern auch Johann. Eines Tages leistete er sich einen tollen Streich. Es drehte sich um die Geige, das Heiligtum der Schulleitung. Ein reicher Feriengast des letzten Sommers hatte sie gestiftet. Der Lehrer behandelte sie wie ein rohes Ei. Sorgsam wurde sie jedes Mal mit einem Tuch vom Kolophoniumstaub gereinigt. Die Faschingszeit kam. In der 8. und 9. Klasse war es Ehrensache, die Lehrer an der Nase herumzuführen. Aber was sollte man dieses Jahr tun? Sie mussten lange überlegen. Ärmel zunähen, ausgeblasene Eier mit Wasser füllen, war alles schon mal dran gewesen. Diesmal kam Johann auf den Gedanken, der Polizei einen Streich zu spielen. Doch wie, das wusste er noch nicht. David, der mit dabei stand, wusste auch keinen Rat. Johann versprach, dass ihm schon noch etwas einfallen würde. In der großen Pause war er plötzlich verschwunden. Er wohnte nämlich nicht weit von der Schule entfernt, gleich neben dem Rathaus. Dort hatte, wie er wusste, Polizeiwachtmeister Triller seine Revierstube. Plötzlich klopfte es zaghaft an die Türe. Der Polizeibeamte, der gerade über einer wichtigen Akte brütete, rief kurz: »Herein!« In der Tür stand Johann. »Na, mein Junge, was ist denn los?« wollte der Wachtmeister wissen. Johann schaute etwas nach unten und sagte: »Herr Polizeiwachtmeister, einen schönen Gruß vom Herrn Schulleiter. Sie möchten bitte sofort in die Schule kommen. Die neue Geige ist heute Nacht gestohlen worden.« »Was? Die Geige? Das ist ja unerhört! Ich komme sofort!« Johann kam gerade noch rechtzeitig in die Klasse zurück. In der nächsten Stunde war Singen. Es klopfte an die Türe. Der Lehrer wurde hinausgerufen. Er blieb lange draußen. Da plötzlich erschien Herr Oberlehrer Schatz und sagte mit strengem Blick: »Johann, komm mal raus!« Johann gab der Klasse einen kleinen Wink und alle wussten, was es geschlagen hatte. Leicht war ihm aber in diesem Moment nicht zumute. Auf dem Flur traf er nicht nur Oberwachtmeister Triller an, sondern auch einen zweiten Polizeibeamten und Bürgermeister Lippold, dazu noch zwei Lehrer. Der Polizeibeamte kochte vor Wut, dass er sich von einem solchen Schuljungen an der Nase hatte herumführen lassen. Bürgermeister Lippold fand versöhnende Worte und sagte zum Schluss: »Johann, du weißt doch genau, dass wir Behörden wenig Zeit haben. Wenn ihr eure Streiche macht, und ich habe ja nichts dagegen, dass ihr sie macht, das haben wir ja früher auch getan, aber dann lasst bitte uns aus dem Spiel.« Einer der jungen Lehrer drehte sich um. Man merkte, dass er lachen musste. Johann war tapfer, trotz der wütenden Blicke des Oberwachtmeisters. Er bekam nicht, wie er erwartet hatte, eine Ohrfeige, sondern wurde mit einer harten Ermahnung in die Klasse zurückgeschickt. Dort war er natürlich der gefeierte Mann. Nur einer war nicht so ganz glücklich über die Sache: Rolf. Denn er wusste, dass der Streich mit einer richtigen Lüge verbunden war. Und das tat ihm weh. Früher hätte er wohl nichts darauf gegeben, aber seit er in einer Kinderevangelisation den Herrn Jesus kennengelernt und ihm sein Leben übergeben hatte, war er da sehr hellhörig geworden. Er konnte sich noch gut an die Evangelisation erinnern, wie der Evangelist von Jesus erzählte: Jesus sei für unsere Sünden gestorben, aber man müsse sie ihm alle sagen, damit er sehen könne, ob sie uns leid tun. Das könne beim Beten geschehen, entweder mit dem Evangelisten zusammen oder zu Hause allein.
Rolf hatte sich für Letzteres entschieden. Er hatte noch einen Bruder, der hieß Joachim. Mit ihm betete er jeden Abend, aber an jenem Abend sagte Rolf zu seinem Bruder: »Du Joachim, heute Abend wollen wir einmal nicht zusammen beten, sondern jeder betet für sich.« Rolf kniete nun an seinem Bett nieder und sagte dem Herrn Jesus alles das, was er getan hatte und was ihn nun so traurig machte. Er erinnerte sich plötzlich ganz deutlich daran, wie er vor Jahren einmal mit Richard faule Äpfel in die Milchkannen geworfen hatte, wie sie in einer Scheune geraucht hatten und wie er damals mitgelacht und mitgespottet hatte, als einmal ein Wagen mit Zigeunern durch ihr Dorf zog. Sie waren hinterhergelaufen und hatten böse Worte nachgerufen, Zigeuner, Landstreicher und vieles andere. Auch viele Ungehorsamkeiten gegenüber seinen Eltern und vor allem gegen Tante Resi fielen ihm ein. Es kam ein ganz böser Berg zusammen und Rolf wurde sehr traurig. Aber tapfer hielt er durch und sagte dies alles Jesus. Als er ins Bett stieg, war ihm recht leicht zumute und er konnte es nun glauben. Er dankte dafür, dass der Herr Jesus dieses Gebet erhört hatte und nun alles gut war, dass der Herr Jesus seinen Schuldzettel im Himmel durchgestrichen und das Blut des Heilandes ihn von aller Sünde reingewaschen hatte. Ja, er kam sich nun richtig sauber gewaschen vor. Am nächsten Morgen stand Rolf auf, als sei er ganz neu geboren. Er war nun fröhlich, ja selbst in der Schule ging es mit ihm viel besser vorwärts. Er merkte, dass ein Gebet um ein gutes Diktat erhört wurde. Das Lernen fiel ihm viel leichter. Selbst Johann hatte das schon gemerkt, aber er machte weiter damit, Rolf zu ärgern. Schade, dass Rolf so dick und unbeholfen war, deshalb konnte er schlecht turnen. Wie oft waren die beiden aneinander geraten, wenn Turnstunde war? Rolf war nämlich stärker als Johann und ließ sich nicht alles gefallen. Er schlug auch manchmal zurück, doch das geschah nicht oft, weil er sehr gutmütig war. Seit der Kinderevangelisation jedoch ging er gar nicht mehr auf die Neckereien Johanns ein. Ihm tat es nun nicht mehr so weh und er merkte mit großer Freude, dass er Johann eigentlich gar nicht mehr böse sein konnte. Auch Johann merkte das mit großer Verwunderung. An all das erinnerte sich Rolf nun, als er über den Scherz nachdachte, den Johann angezettelt hatte. Wie konnte er es nur fertigbringen, dass auch Johannes erkannte, dass sein Karnevalsstreich auf einer Lüge aufgebaut war und dass das Sünde war? Als er so etwas zu Johann sagte, gab der ihm keine Antwort, sondern fing an zu spotten. Eines Tages passierte im Ort etwas sehr Schreckliches. Zwei Schüler hatten sich in der Pause in den Holzstall der Schule geschlichen, um dort zu rauchen. Es gibt ja immer wieder Jungen, die meinen, die seien erst dann groß, wenn sie einmal eine Zigarette geraucht haben. Und sie wissen gar nicht, wie dumm das aussieht, wenn Kinder rauchen und wie sehr das ihrer Gesundheit schadet. Als die Pause zu Ende war und Hausmeister Strauß die Schulglocke läutete, warfen die beiden die Zigarettenstummel weg, traten sie aus und eilten ins Klassenzimmer. Doch sie hätten nicht so schnell davonlaufen dürfen, sondern sich noch einmal überzeugen sollen, ob die Zigaretten auch wirklich nicht mehr glimmten. Bei einem der Zigarettenstummel war es so. Er glimmte noch weiter, fand gar bald Holzspäne als Nahrung und es dauerte nur wenige Minuten, da fing der ganze Holzstall an zu brennen. Immer größer wurde das Feuer, bald glühte alles gelagerte Holz und die Kohlen. Dann schlugen die Flammen auf das Haus über. Die Schule war eine der ältesten im Landkreis, sie hatte noch eine schöne verzierte Holztreppe und gehörte mit ihrem Fachwerkbau zum Zierstück des Dorfes. Dieses viele Holz war für die Flammen die richtige Nahrung. Ein Augenblick noch und die ganze Schule glich einem Flammenmeer. Zuerst merkten die Kinder im Erdgeschoss das Feuer, die Lehrer liefen aufgeregt durch die Klassenräume und alarmierten alle anderen Klassen. Die im ersten Stock waren am meisten von der Gefahr bedroht, denn die Treppe stand schon in Flammen. Es brach eine Panik aus. Die Kinder schrien, die Lehrer versuchten sie zu beruhigen. Eine junge Lehrerin, Frau Marquardt, ließ die Kinder der ersten Klasse alle an der Hand anfassen und sagte, keiner darf den anderen loslassen. Wir rennen jetzt als eine große Kette durch den Flur, mitten durch den Qualm.
Immer höher schlugen die Flammen. Die Kinder schrien nach ihren Müttern, die Lehrer verloren die Übersicht, die Feuerwehr wurde alarmiert, aber es war nicht so einfach, sie zu bekommen, denn es war Erntezeit und die Bauern, die zur Feuerwehr gehörten, befanden sich meistens auf den Feldern. So dauerte es lange, bis die Feuerwehrmänner endlich kamen. Mutig gingen die Lehrer und einige Bauern in die Flammen hinein. Sie hatten sich nasse Decken umgehängt und suchten in den Klassen nach den Kindern. Keiner wusste, sind sie alle gerettet? Befinden sich noch welche in den Flammen? Oberlehrer Heuer ließ die Kinder klassenweise antreten. Sie waren alle da. Nur einer fehlte. Johann! Wo mag der nur sein? Der Junge ist doch sonst so flink. Ob er rasch davongelaufen ist? Oder ob er noch in der brennenden Schule ist? Keiner wusste es. Einer der Feuerwehrmänner wollte noch einmal in die brennende Schule eilen, aber er wurde durch den Kommandanten abgehalten, denn jeden Augenblick konnte die Treppe zusammenfallen. Was tun? Auch Rolf hörte, dass Johann fehlte. Er war ja sein Klassenkamerad und gleichzeitig war er sein größter Gegner. Doch seit einigen Wochen betete er für Johann, wenn er nur wüsste, wo Johann jetzt ist. Johann kennt doch den Herrn Jesus noch nicht. Sollte er sich wirklich noch in den Flammen befinden, dann müsste er ja sterben und käme gar nicht in den Himmel. Rolf dachte in diesem Moment nicht mehr an die Flammen. Er dachte nur noch an Johann und an den Herrn Jesus, der ihn so gerne im Himmel haben möchte. Rolf fasste einen mutigen Entschluss. Er schlich sich davon, faltete die Hände und betete: Herr Jesus, hilf mir jetzt bitte. Von vorne konnte er nicht mehr in die Schule hinein, denn da stand die Feuerwehr und hielt alle zurück. Was sollte er tun? Plötzlich hörte er einen Schrei. Oben im ersten Stock rechts am Fenster sah er Johanns Gesicht, das von Angst verzerrt war. Er schrie laut: Hilfe! Hilfe! Man konnte deutlich sehen, dass seine Haare versengt waren. Sein Gesicht war schwarz. Wo war er nur die ganze Zeit gewesen? Hatte er einen anderen Ausweg gesucht? Hatte er versucht, die brennende Treppe herunterzurennen? Wer sollte jetzt helfen? Die Feuerwehr spannte ein Sprungtuch auf. Der Lehrer rief: Johann, spring herunter! Aber Johann war zu schwach. Der Qualm hatte ihm so zugesetzt, dass er nur immerfort husten musste. Leider war der große Feuerwehrwagen mit der Leiter noch nicht da. Ein Bauer rannte nach Hause, um eine Leiter zu holen. Immer wieder riefen die Kinder: Johann, spring herunter! Bald sah man das Gesicht des Jungen nicht mehr. Man sah nur noch die Hände, wie sie sich um das Fensterkreuz klammerten. Aus dem Schulraum kam dicker, weißer Qualm. Bald würde auch das Klassenzimmer 3 brennen. Die Minuten schlichen wie Stunden. Da? Was war das? An Johanns Fenster erschien ein zweiter Junge. Es war Rolf, Rolf Schneider. Wie kam denn der hinauf? Der war doch gerade noch da, als durchgezählt wurde. Keiner wusste es. Rolf hatte ein tolles Akrobatenstück geleistet. Er war über den Schuppen auf das Dach der Toilette gestiegen und dann hatte er doch durch das brennende Treppenhaus laufen müssen. Wie hatte er das nur gemacht? Keiner hatte Zeit, darüber nachzudenken. Tatsache war, dass er oben neben Johann stand. Und jetzt sahen sie, wie er Johann aus dem Fenster hob. Die Feuerwehrmänner zogen das Sprungtuch glatt, ein Ruck und Johann fiel in das Sprungtuch. Er war ohnmächtig. Nun schrie Oberlehrer Heuer: Rolf, spring nach! Rolf versuchte es, aber seine Kraft reichte nicht aus. Er legte sich über die Fensterbank, aber er war zu schwach, seinen Körper herüberzuziehen. Er fiel zurück, zurück in die Flammen, zurück in das qualmende Zimmer der brennenden Schule. Er konnte nicht mehr gerettet werden. 3 Tage später sah man einen großen Beerdigungszug durch das Dorf ziehen. Die Leute trugen einen Sarg und darin lag Rolf. Vor dem Sarg gingen wie üblich die Schulkinder. Sie trugen die Kränze und sangen: lasst mich gehen, dass ich Jesus möge sehen. Ihnen voran ging Johann. Auch er trug einen Kranz.
Aus seinen Augen flossen heiße Tränen. Am Grab erzählte der Pfarrer noch einmal die Lebensgeschichte von Rolf. Kein Auge blieb trocken. Noch nie war den Schulkindern eine Beerdigung so ans Herz gegangen wie diese. Als dann der Pfarrer die 3 Schaufeln Erde auf den Sarg warf und den Spruch sagte, dir geschehe, wie du geglaubt hast, da dachte Johann, eigentlich ist Rolf zu beneiden. Er hat geglaubt, dass er einmal in den Himmel kommt. Er hat zu dem Herrn Jesus gebetet. Er war irgendwie anders als wir. Sicher ist er jetzt beim Herrn Jesus im Paradies. Aber ich, wenn mir das passiert wäre, ich habe immer drüber gelacht, dass er gebetet hat. Ich habe über Gott gespottet. Wenn ich in den Flammen umgekommen wäre und mir geschehen wäre, wie ich geglaubt habe. Johann faltete die Hände, seine Lippen bebten. Aus ganzem Herzen betete er, Herr Jesus, ich möchte auch solch ein Glaubensverhältnis mit dir haben wie Rolf. Ich möchte auch einmal so sterben. Rolf war mein Lebensretter. Er ist für mich in den Tod gegangen. Hilf mir, dass ich so werde, wie Rolf es war. Johann war nicht der einzige Junge, der an diesem Tag diesen Entschluss fasste. Andere Kinder taten dasselbe. Nach wenigen Wochen waren es mehrere, ja sogar ganz viele, die sich zu einem Kinderbibelkreis in der Schule einmal in der Woche versammelten. Das Opfer und Rolfs Tod hatten Frucht für Jesus gebracht. Vergessen war, dass er nicht der Schlauste in der Schule war. Auch davon redete niemand mehr, dass er so ungeschickt und plump sich manchmal benommen hatte. Sie hatten ab jetzt ein anderes Bild von Rolf in ihrem Herzen, ein viel schöneres, das Bild eines Jungen, der in der Nähe des Herrn Jesus ist, weil er an Jesus Christus geglaubt hat.